Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Condreas an. Dieser hat über den Legend Nano S geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Legend Nano S Wallet Erfahrungen. Hardware Wallet für Kryptowährungen. Der Legend Nano S sieht aus wie ein normaler USB-Stick, kann aber die Lösung für viele Bitcoin- und Altcoin-Konsumenten sein. Eine sichere Verwahrstelle fern von Online-Wallets und Smartphones. Ich will euch heute erklären, was genau mein Ledger S Nano Wallet Test gezeigt hat und warum eine Hardware-Wallet sinnvoll sein kann. E-Wallet oder Hardware-Wallet? Bei so vielen elektronischen Wallets stellen sich viele sicherlich die Frage, warum eine Hardware-Wallet? Diese Frage ist berechtigt, denn E-Wallets sind sicher, aber man hat es eben nicht selbst in der Hand. Der Vorteil bei einer Hardware-Wallet ist, dass die Schlüssel an sich extern aufbewahrt werden. Normalerweise sind diese im Smartphone oder im Computer. Diese wiederum sind angreifbar durch Hacker, Viren oder sonstiges. Hat man den Schlüssel allerdings extern, dann hat man nur Zugriff auf das Geld, solange man das Gerät besitzt. Stellt man sicher, dass dieses an einem gut verwahrten Ort ist, so kann niemand außer man selbst auf das Kryptogeld zugreifen. Über Ledger. Die Ledger SAS ist ein französisches Unternehmen, gegründet von Eric Ledschwig, Nicolas Bakker und Joel Probeda. Das Startup-Unternehmen hat seinen Fokus auf Sicherheitslösungen für Kryptowährungen und Blockchain gelegt und arbeitet seither aktiv an innovativen Ideen. Ihre Geräte sollen eine Brücke schlagen zwischen dem Blockchain-System und der physikalischen Welt. Durch Hardware-Wallets nehmen sie Hackern das Potenzial, das System anzugreifen. Zurzeit haben sie im Sortiment das Ledger Nano S, um welches es heute gehen wird, und das Ledger Blue. Ledger Blue bietet noch einen Touchscreen und noch weitere Funktionen hinsichtlich der Konnektivität und der Kompatibilität. Ledger S Nano S. Funktionen. Technische Details. Die Maße des Gerätes betragen 98 mm x 18 mm x 9 mm, bei einem Gewicht von 16,2 Gramm. Es ist kompatibel mit Windows 7 oder neuer, Mac ab 10.8 oder neuer, Linux und Chrome OS. Der Stick verfügt über einen USB-Micro-B-Anschluss. Die Hülle besteht zum Teil aus Stahl und zum Teil aus Plastik. Futures. Das Ledger Nano S kann sämtliche Kryptowährungen unter Verschluss halten. Dazu zählen zum Beispiel Bitcoins, Litecoins, Ethereum und viele andere Währungen. Direkt am Stick befindet sich ein kleines, überschaubares Display. Dieses wird benötigt, um Transaktionen zu überprüfen und zu bestätigen. Bestätigen kann man, indem man einen Knopf auslöst, der sich direkt darunter befindet. Mit dem Ledger Nano S kann man viele Apps verbinden, wie andere E-Wallets. Für die absolute Sicherheit nutzt das System eine Zwei-Schritte-Authentifizierung namens FIDO U2F. Alle Daten werden gesichert, sodass bei Problemen diese wiederhergestellt werden können. Wenn man den Nano S mit dem Computer verbindet, wird ein zusätzlicher Sicherheitsschritt nach einer vierstelligen PIN gefragt. Die Schlüssel befinden sich auf dem Gerät. Keine dritte Partei erfährt jemals davon. Man ist buchstäblich seine eigene Bank, gespeichert auf den Nano S, der Ledger Manager. Im Ledger Manager kann man die verschiedenen Apps erweitern, die ich eben kurz angesprochen habe. Den Manager installiert man sich auf seinem Rechner. Er ist verfügbar für Windows, macOS, Linux und Chrome OS. Dort findet man die verschiedenen Wallets und auch den Authentifizierer. Ledger Nano S kaufen. Den handlichen Geldbeutel für Kryptowährungen kann man bequem bei Amazon bestellen. Preislich gesehen liegt er derzeitig bei um die 90 Euro. Das Gerät kommt, sofern ich weiß, aus Frankreich, weshalb der Versand etwas länger dauern könnte. Ledger Nano S. Review und Test. Der Gedanke, dass bei meinem Kryptogeld Dritte im entferntesten Sinne noch eine Rolle spielen, hat mich gestört. Was, wenn diese vermeintlich sicheren Systeme doch mal Ziel eines Angriffes werden? Was, wenn Sicherheitslücken ausgenutzt werden? Was, wenn ich mein Passwort vergesse und aus irgendwelchen Gründen nicht mehr auf meinen Account zugreifen kann? Ja, der letzte Punkt ist das schwächste Argument aus der Reihe. Aber ich teile ja nur meine Gedanken. Schon lange wusste ich, dass es so etwas wie Hardware Wallets gibt. Lange Zeit sind die aber nicht für mich in Frage gekommen, da ich ja kaum mehr als 90 Euro in Bitcoins hatte. Da ich mich in dem letzten halben Jahr aber intensiv damit beschäftigt habe und mein Spektrum auch auf andere Währungen erweitert habe, ist es jetzt doch interessant für mich geworden. Es hat sich summiert und diese Summe möchte ich natürlich unter allen Umständen sicher wissen. Über Amazon habe ich schließlich den Ledger Nano S bestellt, der nach 2 oder 3 Wochen bei mir ankam. Die Installation ist sehr einfach. Man installiert die nötigen Programme auf dem Rechner, richtet diese ein und erstellt ein Konto bei Ledger. Dort kann man dann auch gleich die verschiedenen Wallets aktivieren, in meinem Fall Bitcoin und Ethereum. Sobald das alles läuft, kann man sein Hab und Gut dorthin übertragen. Die Bedieneroberfläche ist sehr freundlich. Da gibt es auf jeden Fall diverse E-Wallets, die weitaus komplizierter gestaltet sind. Hier hat man eine frische Übersicht und einfache und verständliche Funktionen, die das Haushalten mit Kryptowährungen vereinfacht. Die Transaktionen sind zuverlässig und schnell, so wie man es auch immer gewohnt ist. Der Stick an sich fühlt sich sehr hochwertig an und ist extrem handlich und praktisch. Man kann ihn perfekt in die Hosentasche stecken oder in kleinen Ecken im Heim verstauen. Was mir daran auch sehr extrem gefällt, ist, dass er so unscheinbar aussieht. Ein Fremder würde denken, es sei ein herkömmlicher USB-Stick. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass es bei einem Diebstahl mitgenommen wird. Das rede ich mir zumindest ein.
Alles in allem bin ich mit meinem Kauf sehr glücklich. Die Funktionalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen einfach. Es war für mich eine einmalige Investition in die Sicherheit meiner Ersparnisse. Es vereint mehrere Kryptowährungen und man hat alles praktisch auf einen Blick. Mehr habe ich nicht erwartet und genau das habe ich auch bekommen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.